Wer ist der Mensch, der so brillant die Schurken dieser Welt spielt? Fakt ist, Christian Redl ist 68, geboren in Schleswig, lebt in Hamburg. Schauspieler, auch Sänger, dazu später. Zuerst sind wir im St. Pauli-Theater. Heute liest und spricht er sich ein für Crime. Erstmals werden in einer inszenierten Lesung echte Kriminalfälle aus einer Zeitschrift auf die Bühne gebracht. Mit Redl ist das Gänsehaut pur. 5 Tage nach dem Mord streift sich Estivalis C-Gummihandschuhe über. In einen Menschen zu schneiden sei der blanke Horror, schreibt sie später in einer Art Autobiografie. Die knirschenden Geräusche beim Zerteilen, wenn das Sägeblatt die Knochen erreicht, das viele Blut, der Gestank der Verwesung, hätten sie immer wieder gezwungen, mit der Arbeit aufzuhören. Also beim ersten Lesen berührt es mich sehr. Um es einem Publikum vorzulesen, muss man eine Distanz haben. Damit das, was bei mir selber passiert ist beim ersten Lesen, damit das dann beim Publikum passiert. Immer wieder muss sie an die frische Luft. Aber irgendwann sind alle Teile in der Tiefkühltruhe. Wer besser als Redl könnte so in die Abgründe hinabsteigen? Mimik und Stimme lassen so manchen erschauern. Aber Verbrechen faszinieren auch. Da gibt es den klassischen Satz von Georg Büchner: Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Damit ist eigentlich schon sehr viel gesagt. Das ist diese Faszination unseres eigenen Abgrunds. Und jeder Mensch ist ein Abgrund. Und jeder Mensch kann in eine Situation kommen, die ihn gänzlich überfordert und die in einer Katastrophe endet, dadurch, dass er sozusagen dieser Situation nicht gewachsen ist. Berühmt wurde der Schauspieler 1990 mit dem Fernsehfilm Der Hammermörder. Fluch und Segen zugleich, wie er meint. Diese Rolle verfolgt ihn heute noch. Nach einer Wiederholung im Fernsehen sitzt er in Wiesbaden in einem Café. Eine ältere Dame fixiert ihn. Zeigt mit den nackten Finger auf mich und kreischt durch den Saal. Hören Sie mal, waren Sie das gestern Abend? Das war ja fürchterlich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Redl, der harte Hund? Bei diesem Blick? Nein, eher zurückhaltend ist er. Die meisten Schauspieler, die ich kenne, sind eigentlich sehr scheue Menschen. Also diese großen Kantinenangeber, ja, das sind meistens nicht die interessantesten Schauspieler. Die Schattenseiten des Lebens. Irgendwie wurde Redl damit immer konfrontiert. Wir fahren rüber zu seinem Kiez St. Georg. Beliebt bei vielen Schauspielern, bunt, immer was los. Als er damals hier ankam, sah das anders aus. Ich bin 80 hergekommen und Anfang der 80er war das hier noch eine sehr versiffte Gegend. Also das war ziemlich düster und eigentlich wollte man hier auch wieder weg. Er ist geblieben und liebt das Viertel. Es hat sich viel verändert. Gleich um die Ecke im Literaturhauscafé hat er oft gesessen und an seinem neuen Album Luise gefeilt, Texte von François Villon vertont. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund. Nach deinem weißen Leib, du Weib. Luise ist entstanden, weil ich mich mit Villon seit knapp 50 Jahren beschäftige. Also schon als junger Schauspielschüler bekam ich diese Verse irgendwie zu Gesicht und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Da regen sich die Menschen auf, weil ich mit einem Mädchen gehe, das sich vom Strich ernährt und mich dazu. Ich aber hab die Kleine schrecklich gern. Wild, verwegen, der François Villon vor 500 Jahren. Gelehrter und Bandit zugleich. Wohl der bedeutendste französische Dichter des Mittelalters. Die Idee war durch Reduzierung, durch extreme Reduzierung sozusagen das Wesentliche zu entlocken. Die Reduzierung auf das Wesentliche. Das ist wohl das Geheimnis seines Erfolges auf der Bühne, im Film und in der Musik. Crime und Luise faszinierend und packend.